Das heißt, du bist jetzt dran. Fan Session. Das schaut sich jeder an. Fan Session. Was macht man ohne bloß? Fan Session. Alles klar. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Schöningen. Wir sind heute extra nochmal für eine große Baufirma sind wir extra jetzt für einen Mitarbeiter gefahren, der heute 40 wird. Der hat mir das heute Morgen zuteil werden lassen, dass ich doch ein Paket in Magdeburg ausliefern sollte mit vielen bunten Geschenken für ihn. Und auf einmal schickt er mir die Adresse, dass es nach Schöningen geht. Da sind wir natürlich erstmal so ein bisschen hinten runtergefallen und haben gesagt, oh, jetzt nach Schöningen, das schaffen wir doch gar nicht, weil wir ja alle Pakete in Magdeburg ausfahren. Aber letztendlich, was macht man nicht alles für den FCM-Fan? Wir haben es gepackt und sind jetzt mit den Fanartikeln auf dem Weg zu einem Matthias, der heute 40 wird, nach Schöningen. Sind auch gleich da. Mal sehen, was er sagt. Ich bin gespannt. Tja, siehst du, nun haben wir so viel erzählt und jetzt haben wir es auch noch verfahren. Also wieder zurück in die Straße, wo wir hin müssen. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir das Geburtstagskind heute hier finden. Mal schauen, Anrufe waren auch noch ein paar, machen wir nachher. Jetzt geht es erstmal weiter, dass wir die richtige Tasche gleich raussuchen. So, wir haben ein bisschen was dabei. Ihr seht, das sind heute alles Magdeburger Fans, die von uns heute noch beliefert werden. Ja, und wir versuchen natürlich immer, alle Fans auch zu erwischen. Nicht immer sind alle da und deshalb mal wirklich ein ganz großes Daumen nach oben für die Post, für diese ganzen Menschen, die die Pakete ausfahren, die Post ausfahren. Also wenn ich das ewig machen müsste, immer Trippen hoch, Trippen runter, das ist der absolute Wahnsinn. Also ich weiß jetzt, was das bedeutet. So, dann wollen wir mal gucken. Das Paket ist vorne drin in die Tasche. So, das ist also jetzt hier heute die Tasche. Das haben wir jetzt hier als Auftrag erhalten, wir dürfen was zusammenstellen. Ein Gartenzwerg Dom nennt sich das Ganze. Wir haben noch ein Trikot vorbereitet, viele andere Dinge. So, jetzt brauche ich bloß mal noch. Ne, soweit haben wir alles. Alles gut. Übrigens, unsere Aktion 2020, wir halten zusammen. Jetzt gucken wir mal zu Matthias, ob er da ist. Einmal blau-weiß, immer blau-weiß. Hey, hey, kannst du das wiedergeben? Ja. Ja? Schönen guten Tag. Bist du der Matthias? Genau. Matthias Mende? Genau. FCM-Fan? Genau. Aus Schöningen? Genau. Warum wohnst du in Schöningen und nicht in Magdeburg? Ja, ich bin ja von Magdeburg hierher gezogen. Ah, ehrlich? Bist du also richtiger Magdeburger? Ja, natürlich. Super. Und wir waren heute, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir liefern ja zurzeit Pakete aus. Aha. Durch die Situation, die so ist, ist der Fanladen geschlossen. Ja. Ich bin erstmal aus der Puste hier, 5 Etagen hoch und ein richtiger Magdeburger und schöne Grüße von deinem Chef, ja. Timo Fahl, genau. Kennst du? Ja, natürlich. Timo hat mich heute angerufen, Andreas, kannst du heute meinem Mitarbeiter zum 40. was bringen? Ich sage, du, mache ich Lieferservice heute sowieso den ganzen Abend. Sehr geil. Und dann schickt er mir auf einmal die Adresse, nicht Magdeburg, Schöningen. Ich sage, das ist jetzt ein Ding. Nach Schöningen. Machen wir sonst nicht. Für dich haben wir heute eine Ausnahme gemacht. Weil ich Timo auch gut kenne. Perfekt, super. Das ist dein Geschenk. Da sind jetzt ganz viele Fanartikel drin. Da hat er gesagt, ich soll ordentlich was zurechtpacken. Mach mal deine Kiste auf. Ja, das ist dein Weekender. Kannst jetzt immer mit verreisen. Da ist alles drin. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Schöner. Ja, Dankeschön. Ja, eins ist ganz besonders. Wirst du gleich sehen. Also, Gartenzwerg, Dom ist alles dabei. Sitzkissen. Ja, und das kannst du ja nochmal auspacken, bitte. Das ist natürlich. Warte mal, ich muss noch ein Foto machen hier nebenbei. So, lass mal gleich so, bleib mal so, wie es ist jetzt gerade. Nee, umgedreht, mach mal bitte. Dann muss ich nämlich gleich noch. Das habe ich ja Dings versprochen, dass ich das gebe. Ja, prima. Ja, und was steht denn drauf? Die 40 Mende. Ich hoffe, das passt so. Möchte man natürlich gleich noch, dass du es anziehst und dann, ja, machen wir nochmal ein Bild zusammen.
Natürlich. Ja, freut sich dein Chef. Kann mir nicht helfen. Was hat er überhaupt gemacht hier? XL, passt ja. Wird ein bisschen knapp, aber er hat mir extra gesagt, ich soll eine XL machen. So, zieh mal über. Komm her. Bitteschön. Seit wann bist du FCM-Fan? Seitdem ich denken kann. Ja. Ich habe früher Berliner Chaussee gewohnt. Okay, ja. Ist ja gleich um der Ecke vom Stadion, ja, dann, ja, nicht so weit. Oh, sehr sehr körperbetont, ja. Aber ich denke, es passt, oder? Ja. Was sagst du? Top. Müssen wir jetzt durch, ja, dass du jetzt die XL... Komm her, dann mache ich nochmal ein Bild von dir. Das ist ja Hammer. Ja. Genau, richtig. Was will man mehr? Da kommt die Musik dazu. Hast bestimmt gerade einen Gruß, ja? Ja, nee. So. So, mein Schöner, jetzt machen wir ein Bild zusammen für Kollege Timo. Hm. Hast du? So, okay, super. Noch einmal umdrehen. Ja, perfekt, wunderbar. Von hinten passt das wie angegossen, oder? Kann man nicht anders sagen, ja, passt. Also wir freuen uns, dass es angekommen ist und dass er zu Hause war. Er hat extra von seinem Chef früher frei bekommen, habe ich gehört. Er musste nach Hause. Richtig. So, guck nochmal rein. Also wie gesagt, ich hoffe, das kannst du alles hier brauchen. Ja, Buch ist dabei, ein Klassenkampfschal, ein Poster von der Mannschaft nochmal dazu, eine Grafik, eine Tasse, das ist ein, hier Krawatte. Mhm. Dann hast du hier nochmal ein großes Bierglas drin und ein Gartenzwerg, wie gesagt, dass du immer an Magdeburg denkst, an den Magdeburger Dom. Denke ich schon mal. Ja, super. Passt alles soweit? Ja, weil ich, das ist wirklich eine Top-Überraschung für mich. Ja, schön, alles klar. Gut, mein Schöner, wir müssen wieder weiter. Ja, wir müssen auch in Magdeburg ein bisschen ausliefern heute. Und die Leute freuen sich auch mal alle, wenn wir da heute so überraschenderweise vorbeikommen. Und wie gesagt, du bist wirklich fast der Einzige. In Burg haben wir noch ausgeliefert und im Barleben. Aber Schöning war jetzt unser weitestes Ding heute. Ja? Okay. Echt, klar. Schönen Geburtstag, wir geben uns nicht die Hand. Ich wünsche dir was. Alter. Ja? Alles klar. Dankeschön. Judy, viel Spaß, ja? Dankeschön. Echt. Danke auch. Herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss, mach's gut. Ja, also haben wir ihn wirklich gut überrascht. Ich freue mich darüber, dass das so geklappt hat. Und so sind fast alle Fans abends, wenn wir dann in Magdeburg ausfahren. Und irgendwie kommt immer wieder, ey, was? Jetzt FCM Total, der Fanladen ist hier. Ich freue mich drüber. Das ist einfach alles, was wir wollen. Wir wollen eine kleine Geste in dieser Zeit wieder geben. Das ist alles. Welche Etage? Zweite Etage, dankeschön. So, wollen wir mal gucken, wo wir hier hingehen. Wir haben Glück, wir haben einen Fahrstuhl. Hat man ja nicht immer. Meistens sind es ja doch die fünfte Etage. Und er kommt auch runter. So, das ist der gute Michael und er hat ein bisschen was bestellt. Wir schauen mal, ob er sich darüber freut. B, was nehmen wir? Stand an? Mhm. Gut. Oh, Wahnsinn, ja. Zweite Etage. Gut. Was ist denn jetzt los hier? Hier brauchst du eine Chipkarte. Nee, er kommt runter. Ist der Michael unterwegs? Irgendwo wird er kommen. Da ist er, Michael Penter. Hallo. Ja, heute mal persönlicher Lieferservice für dich. Hattest du bestellt? Ja. Und dementsprechend viel Spaß damit und schöne Ostern. Und gesund bleiben. Ja? Sommer. Alles klar. Sehen so sieht's aus. Schönen Dank. Ja? Dank. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Ja, ciao. Jo, danke. Ja, jetzt sind wir wieder gerade unterwegs. Das machen wir jeden Abend, nachdem wir den ganzen Tag versucht haben, alle Pakete zu packen, die derzeit in der Osterzeit doch sehr nachgefragt sind wieder. Also der FCM ist natürlich weiterhin die Macht in Magdeburg. Das ist einfach so. Und für uns ist es einfach auch eine Herzensangelegenheit, für mich persönlich auch, den ersten FC Magdeburg mit dem Merchandising-Laden, mit dem FCM Total, der Fanladen, zu vertreten. Ja, und wir freuen uns auch, dass die Leute uns nicht vergessen in dieser Zeit, wo eigentlich gar keine Punktspiele stattfinden. Und wir wollen so eine kleine Geste zurückgeben. Somit habe ich mich entschieden vor 14 Tagen, dass wir eben hier auch starten mit einem Lieferservice, was ich persönlich jeden Abend mache. Fahre dann bis abends so bis 9:30 Uhr, dann gehen die Leute langsam so ins Bettchen. So lange fahren wir meistens eigentlich rum, klingeln überall und hoffen, dass wir die Leute antreffen, speziell in Magdeburg und Umgebung. Ja, und wie gesagt, alle, die wir antreffen, bisher eigentlich nur positive, freundliche Gesichter. Sie freuen sich, wenn sie denn ihre blau-weiße Tüte dann
in Empfang nehmen können. Ja, und das relativ zeitnah, was sie bestellt haben bei uns. Schönen guten Tag. Hier sieht schon sehr nach FCM aus und blau-weiß. Sind wir richtig? Ja. Schönen guten Tag. Ja, heute direkter Lieferservice, FCM Total. Sie sind ja Joppich? Ja. Wie ist denn Ihr Vorname? Meine. Perfekt, passt. Viel Spaß damit mit dem neuen Handtuch. Danke. Ja, wünsche was. Tschüss, schöne Ostern. Danke. Ciao. Tschüss. So, ich will mal gucken, das ist der gute Steffen. Ich glaube, den kenne ich sogar. Ich will mal sehen, ob wir hier richtig liegen bei ihm. Er hat eine schöne Hissfahne bestellt, damit die Fahne im Garten dann wieder weht, eine frische. Mal gucken, ob er da ist. Sicherheitsabstand halten, 2 Meter. Steffen Pohlmein, na das gibt's ja nicht, genau der Richtige. Dann wusste ich, dass du es bist. Steffen, für dich, ich habe deine Fahne heute. Ja, bist du mein Schöner, wir können uns nicht umarmen. Du weißt, 2 Meter Sicherheitsabstand, 1,5 Meter. Aber und ich finde das toll, dass du das selbst auslieferst. Ja, den ganzen Abend lang machen wir das so bis knapp kurz vor 22 Uhr. Jetzt waren wir in Schöningen, haben noch mal eins hingebracht. Mhm. Sonst aber meistens eigentlich nur in Magdeburg. Aber als kleine Geste, kleine Freude. Die Fans freuen sich doch, wenn sie zu Hause sind. Ja, und Steffen, wir helfen auch gerne. Perfekt, wunderbar. Ja. Ich sage auch Dankeschön. Ja, viel Spaß mit der neuen Fahne. Ciao, mach's gut. Ja. Tschüss. So, jetzt haben wir 3 Herren geschafft. Alle waren zu Hause. Erstmal sind wir happy, dass wir sie angetroffen haben. Danach dann 2 Mal Pech gehabt. So, und jetzt kommt wieder eine junge Dame. Ich hoffe, dass wir sie dann auch gleich antreffen werden. Hier liegt ein Plüschtier, sehe ich gerade. Ich hoffe, das haben die hier vor uns nicht verloren aus Burg. Und wir gucken mal, ob die Eileen zu Hause ist. Sie hat, glaube ich, was bestellt für ihre Kinder zu Ostern. Oh, hier ist erstmal auf, aber es nützt ja nichts, wenn keiner zu Hause ist. Mal gucken. Sind bestimmt auf dem Spielplatz, wo sie nicht hin dürfen. Negativ, sonst hätten sie schon aufgemacht. So ist das leider, kann ich nichts machen. Das ist noch die arbeitende Bevölkerung, also nicht alle sind zu Hause anscheinend. Und hier müssen wir wohl wieder erstmal los und müssen noch ein zweites Mal her. Ja, brech mal ab. Haben wir Pech, keiner da. Gucke hier, 2-mal hier geklingelt. Bist du Schlee? Ja, ich bin der Bruder. Ach Quatsch, ehrlich? Von Matthias Schlee, der bei Edeka arbeitet? Nee. Oh, ich hätte es gedacht. Ja, ich lange. Dachte, das ist. Ach so, wir dürfen. Nee, das dürfen wir doch nicht. So, Matthias. Das ist mein Bruder. Nehme ich, gebe ich dir. Ja, das können wir machen. Alles klar. Das wollte dir alles zu Ostern schenken. Jetzt weißt du schon, was du kriegst. Oh, Hilfe. Alles klar. Ja. Mach's gut, mein Schöner. Hat der das? Ach so, du fährst das jetzt an. Wir fahren Lieferservice vom Laden aus und deshalb haben wir das heute hergebracht. Stimmt ja. Genau. So sieht's aus. Dann freuen sich die Leute, ist eine kleine Geste. Bringen wir es nach Hause. Nochmal eine kleine Überraschung für alle. Weißt du? Ja? Schönen Dank. Danke dir. Ja, warum macht man das eigentlich, das Ganze? Ja, letztendlich wartet zu Hause die Familie und wir packen den ganzen Tag letztendlich noch Pakete. Dann geht's los, dass ich sage, wir wollen unseren Kunden eine persönliche Nähe bieten, gerade in dieser Zeit. Es ist ja doch für jeden eine kleine Geste, wenn man mal vorbeikommt und sagt, hey, hier ist der Fanladen, wir bringen eure bestellte Ware vorbei. Die meisten oder fast alle freuen sich darüber und man selber hat einfach auch ein gutes Gefühl dabei, wenn man das gemacht hat. Ja, und das ist einfach das Entscheidende, dass man für die Fans da ist in gewisser Weise. Ja, wir sind der Fanladen, der Fanshop des ersten FC Magdeburg und das wollen wir auch so ein bisschen präsentieren. So, mal gucken, ob der Benjamin zu Hause ist. Das hier eigentlich jetzt hier oder hier? Guten Tag. Gibt es den Benjamin hier irgendwo? Nee, der ist noch nicht hier. Der ist noch nicht da? Nee. Sind Sie der Papa, der Opa? Ja. Ehrlich? Gut, dann kann ich Ihnen das hier eigentlich geben. Ja? Er hatte was bestellt beim Fanladen, 1. FC Magdeburg. Darf ich Ihnen das geben? Das ist eine Hissfahne. Ja. Bitte schön, wir liefern noch persönlich aus. Wir gucken uns mal die alte Fahne an, die jetzt ausgetauscht wird mit der neuen. Ja, für den Vater ist es wohl. Ja. Hier dürfen wir rein. Hier vorne. Ja. Komm, dann gucken wir mal. Vater, Sie haben wieder ein.
Ach so, das ist der Papa jetzt hier mit dem Fahrradladen, ja, oder? Ja? Ja? Okay, super. So, Wahnsinn, ich komme unten durch, das schaffen wir. Ja, ja, ja. Und der Benjamin hat das aber jetzt nicht zu Ostern gemacht, ja. Nicht, dass das ein Ostergeschenk sein soll. Nee, zu seinem Geburtstag. Oh, gut, okay. Wo ich rangekommen bin, ja. Der hatte jetzt schon Geburtstag gehabt. Okay, super. Guten Tag. Wir bringen die neue Fahne vorbei. Und wollten schauen, wo die alte Fahne ist. Ja, die hängt. Oh, die sieht dann wirklich schon gefährlich aus. Hauptsache, die ist nicht von uns gewesen, ja. Oh doch, sieht so aus, war, dass wir die mal gemacht haben. Ja, ja, das war mal eine von uns. Genau, genau. Wie lange hat sie gehalten? Ich hoffe ein paar Jahre. Ja, glaube ich. Ja? Ja? Super. Also 5 Jahre ist top. Na, 2 Jahre ist es wenigstens 3. Ja, ich glaube, die hatten wir so vor 3 Jahren so im Boot, glaube ich. Ja. Auch schön haben sie es hier hinten, super. FDM kann man noch lesen. Klasse. Na gut, dann ist es die neue Frische. Ja. Wir sollen ja nicht Tag sagen, deshalb nicht, dass wir nachher noch Ärger kriegen. Ich wünsche Ihnen was, ja? Gut. Schöne Zeit, schöne Ostern. Ja, tschüss. Ja, ciao. Na Kinders, wie sieht's aus? Seid ihr schon ein Stück weitergekommen? Ganz schöner Stress hier, wa? So, wollen wir mal gucken. Haben wir noch ein paar Pakete, Thomas, die noch rein müssen? Hier ist noch eins, ja? Das muss noch mal rein. Das hauen wir noch mal mit dazu. Ja, und ansonsten haben wir schon mal 2 Kisten wieder voll hier, dass es zur Post kann. DHL kommt 15 Uhr. Ja, und dann freuen wir uns erstmal, dass die ersten Trikots heute angekommen sind. Ja, Christian hat auch noch ein paar unterschrieben. Die können wir dann nochmal irgendwie für die Aktion damit verlosen. Und ja, wir freuen uns, dass ihr so, wie gesagt, so zahlreich mitmacht. Wir hoffen, dass wir alles für euch auch schnell umsetzen können. Druckerei arbeitet gerade ganz fleißig. Aufkleber sind heute gekommen. Ich denke, nach Ostern werden dann die nächsten Pakete rausgehen. Und was ich noch sagen wollte, noch einen ganz großen dicken Daumen auch an Block U und an den Fanrad für die Aktion für den Verein. Ist auch eine ganz klasse Sache. Wir haben auch schon 10 Tickets gebucht. Wir fahren natürlich mit nach Rotterdam. Das wollte ich von uns aus noch sagen. So, ey, es hat geklopft. Geben wir uns die Hand? Nee. Machen wir lieber nicht. Komm rein, komm rein. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Super. Ja, gut aus. Hör auf, du. Ja, siehst du, hier haben wir die ganzen Kisten vorbereitet, alles und so weiter. Ja, bloß mal so ein bisschen was. Ja, dann versuchen wir jetzt jeden Tag hier die Sachen so zu verschicken. Und jetzt warten wir eben wieder auf die Aufkleber, die noch kommen müssen. Die kommen aber jetzt gleich. Und dann ist der Druck wieder beim Shortkartell. Und die kommen natürlich auch mal bloß so stückweise nach. Ja, also sieht ganz gut aus, ja. Ich habe für dich was vorbereitet. Für mich was vorbereitet? Ja. So, und zwar hier haben wir deine 10 bestellten Trikots drin. Ja. Super. Und wollen wir mal eins angucken? Sehr gerne. Ja? Sehr gerne. Guck mal hier. Was hast du für eine Größe gehabt? XL, ja. Ich ja. Guck mal, dann müsste es eigentlich das vielleicht das Richtige sein hier. So, vielleicht mal ganz kurz. Das ist es, was der Christian bestellt hat, ja. Ja, ist ja für eine gute Sache. Auf jeden Fall. Ich finde das toll, dass du das unterstützt, dass du das machst. Und ja, es zeichnet dich einfach aus, dass du diesen Verein liebst, dass du für diesen Verein da bist und deswegen. Ja, kann ich das nur unterstützen und freue mich da auch ein Teil dabei zu sein und dazu zu tragen. Dankeschön. Machen wir beide zusammen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Willst du mal eins überziehen? Mal gucken, wie es aussieht. Ja. Ich habe vorhin schon deine Tipps gesehen. Sport am Morgen. Passt. Passt? Ja? Okay, super, Christian. Klasse, komm mal her. Ich mach mal einmal ab jetzt hier bei dir. So, zack. Ja. Perfekt. Ja, perfekt, super. Super. Wir machen mal so bildlich so. So. Genau, okay. Ja, prima, Christian. Schreiben, ja. Willst du sehen oder soll ich noch mitziehen? Oder? Ja, alles gut. So, die Tüten müssen noch raus. Ja, jetzt müssen wir uns mal kurz hinsetzen hier. Es sind ganz schön verrückte Tage, schwierige Zeiten, aber wir schaffen das, wir kämpfen drum für den Verein und auch für den Laden hier ist es ganz wichtig, dass wir dementsprechend diese Aktion hier positiv fahren. Wir bauen auf euch, Dankeschön nochmal und das ganz Wichtigste, bleibt gesund, das ist wichtig und zum Zweiten möchten wir euch noch wirklich frohe Ostertage wünschen, im kleinen Kreis leider nur, aber habt ein paar schöne Tage, sonnig wird es auch draußen. Genießt die frische Luft und erlebt das Osterfest mal etwas anders. Dankeschön an euch.